egal wo er ist, es ist klar, dass meine Suche sich nicht nur auf der Shadow konzentrieren kann. Servus, Freunde des guten Gamings. Ja, wir sind wieder da. So Alone in the Dark. Mhm. Alone in the Dark. Bei Radioaktiv Gaming. Genau. Such. Obwohl sie sich... Paul, du hattest recht, was die Platten auf dem Boilerkessel und... Dr. Elmo Lee Gray ist der Oberarzt in Dursedo. Aber die Buchhalt... Ich habe ihren Zettel im Kesselraum gesehen. Sie sollten wissen, dass... Ich brauche den Schlüssel. Sind alle Patientenakten außer Jeremys. Sieht stabil aus. Glaube nicht, dass ich das aufkriege. Alles kann man öffnen. Mhm. Rausgehen und dran montieren. Ja, du musst drehen. Oh, wow. Ich kann nicht glauben, dass ich die Kombination erraten habe. Kannst du mal sehen. Ja. Allein in der Finsternis. Ich muss eine Art Alone Genie sein. In the dark. Jeremys Zimmer. Wieder vollkommen normal. Schnüffeldelta was here. Zum Erkennen an einem Dislike. Oder auch zwei. Yeah.
Schnitzel Delta am Schnitzel. Ja, wenn man sonst nichts zu tun hat. Ja, ne? Die Schwellen. Die Astart-Künstlerkolonie. Ich bin mir ziemlich. Muss ich mich daran erinnern, wie ich sie wieder herausbekomme? Ja, dass sie eine Mardi Gras-Truppe namens die Piraten von Ponchatrain hatten, als ich ein Kind war. Sind das Tierkreiszeichen? Viele Rätsel hat das Spiel, kann das sein? Ja. Aber wir müssen doch eigentlich mal gucken, dass ich mal für die PlayStation 1 das Alone in the Dark organisiere. Bildern ist eine aggressiv aussehende Frage. Weil dann können wir es auf der PS3 spielen und dann auch als Let's Play machen. Ja. Auf der PS3. Ne? Genau. Sesam, öffne dich. Mhm. Hm. Muss aber noch was finden, wa? Ja. Ja oder ja? Okay, da fangen wir. Was war das? Riesenschaben oder ja. Was? Aale? Ja, sowas in der Richtung, die Aale. Ich hasse Aale. Also, ich habe mal Aal probiert, schmeckt mir überhaupt nicht. Ja. Nee. Was? Welcher? Wo? 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 Okay, welcher Fleck? Der ist Fleck. Ach, der. Das muss die Uhr sein, die in dem Kollektanenbuch erwähnt wurde. Das sieht wie das Ding aus, worin der Talisman im französischen Viertel war. Aber es ist kaputt und es fehlen Teile. Also ein Teil fehlt noch. Ja. Die Al-
Ich brauche den Schlüssel. Na. Zeit? Ja, geht noch. Oh la la, wen haben wir denn da? Wen haben wir denn hier? Wie unhöflich, anstatt mal zu fragen, stört es sich, dass ich rauche? Tja. Guten Abend, Miss Hartwood. Das ist Ihr Name, oder? Es wäre mir sehr peinlich, wenn nicht. Das stimmt. Emily Hartwood, Jeremys Nichte. Sehr erfreut. Ruth. Ruth Talon. Brauchen Sie da etwa Perique? Wie grässlich altbacken. Das mag sein, aber ich mag es. Würden Sie vielleicht teilen? Der Geruch weckt in mir die reinste Nostalgie. Ist es so gut wie erhofft? Ich mag Ihre sanfte Spöttelei, Miss Hartwood. Wir würden sicher gute Freundinnen werden. Wie schmeichelhaft. Leider sind Sie ja hier eingesperrt. Ihre Unaufrichtigkeit ist wirklich erfrischend. Wären Sie doch nur so verrückt wie ich, dann könnten Sie bleiben. Warten Sie einfach noch ein paar Jahre. Wahnsinn ist eines der Privilegien meiner Familie. Oh gut, ich freue mich jetzt schon darauf. Sie wissen nicht, was mit Jeremy passiert ist, oder? Natürlich Alle nicht. Leute hier sind wirklich seltsam. Und es ist schwer einzuschätzen, was man so hört. Manchmal hört es sich aber recht spannend an. Gut gegen Böse und all das. Tut mir leid, aber ich kann Ihnen wohl nichts Hilfreiches erzählen. Ist auch nicht wichtig. Danke für diese kleine Pause. Bon voyage. Auf Wiedersehen. Bongo, ja. Zeit? Ah, geht noch. Kleines bisschen noch. Ja. Verlorene Plantagen von Louisiana. Thierry Breclos, 1917. De Seto war einst eine Kle- Ja. Ups.
Lesen Sie da was Gutes? Ein Licht in der Ferne von Lord Boleskin? Ist tatsächlich nicht schlecht. Wissen Sie, wo Detective Carnby ist? Oh, den brauchen Sie nicht. Sie kommen schon klar. Ich sollte wohl gehen. Bis zum nächsten Mal, Cherie. Oh, Cherie. Ja. Was quatschst du? Ach, nix. Na, das wird noch nützlich werden. Ach, mit Gewalt. Ja, geht alles, ne? So, aber jetzt denke ich mal, Olga. Ja. Ja, ne? Ja, die letzte Folge war was länger, ja. Machen wir die was kürzer. Genau. Ja, wir verabschieden uns. Ja. Und sehen uns beim nächsten Mal wieder zu Alone in the Dark. Genau. Hier bei Radioaktiv Gaming. Ja. Ciao.